Ich habe erklärt, das ist im Museum sehr schön dargestellt, wie der Heinz Isler zu diesen Formen gekommen ist. Die Küsse, die Hängeform, die Fließform. Das hat ihm Formen gegeben von diesen Bauten, mit den verschiedenen Varianten. Aber damit hat man ja noch nicht bauen. Er hat noch die statischen Gegebenheiten müssen haben. Er hat noch müssen Daten haben, die er gebraucht hat, damit er nachher die Ausführungspläne hat können zeichnen und mit dem Unternehmer zusammen die Bauten vor Ort nachher können, erstellen. Er hat, wie hier in Verteidigen, ein Messmodell gemacht für statische Untersuchungen. Und er hat Belastung gemacht von diesem Objekt. Es ist natürlich das Eigengewicht, es ist der Schnee, es ist der Wind. Und hat müssen messen, wie unter diesen verschiedenen Belastungszuständen das Dach reagiert. Und da hat er verschiedene Messpunkte gemacht, hat elektrische Leitungen gemacht, Messpunkte gemacht und hat dort Spannungsunterschiede, hat ihm dort Daten gegeben, die er gebraucht hat. Aber ich muss sagen, der Heinz Isler wäre eigentlich da der Richtige, für das zu erklären, wenn er es will. Er hat nämlich immer ein bisschen Bedenken gehabt, es wird ihm einfach nachgemacht, er macht es und nachher wird es einfach kopiert. Und darum ist er auch eher ein bisschen zurückhaltend gewesen in der Publikation oder in den Vorträgen, im eigentlich das, was man patentwürdigen Bereich gehört hätte. Also auch der Isler hat Mittel und Weg müssen suchen, für einen Bauunternehmer die nötigen Daten können zu geben. Und das ist natürlich bei den Sachen von Heinz Isler besonders schwierig gewesen. Der Unternehmer hat nachher Mittel und Weg müssen suchen, für die Bauwerke auf der Baustelle zu erstellen.